Hallo und herzlich willkommen zurück bei Elex mir doch am Arsch. Huch! Ist das jetzt das geheime Gespräch? Nein, ist es nicht. Okay, ich muss ganz kurz eben, bevor wir weiterziehen, da hinten ist noch dieses Haus. Oh, hier sind noch die Klumpen. Da hinten ist noch das Haus. Es ist aber, hier gibt's noch ein bisschen was zu tun. Und auf wen wartet er? Wie kann man ihn. Vielleicht ist es jemand von den Klauen. Eventuell. So, also da oben gehe ich jetzt nicht rein, aber ich würde zumindest gerne in die Hütte da drüben. Und wenn wir schon mal dabei sind, nur mal ganz kurz gucken. Das hier bietet sich an, dass hier irgendwas liegt. Tut's aber nicht. Fluppidi-flupp. Wuppidi-wupp. Oh, ich bin zu hoch. Okay. Mal wieder übers Ziel hinaus. Nur mal kurz die Häuserchen hier ringsherum absuchen. Fürs gute Gewissen. Ich hab grad ein Grunzen gehört. Mana, Mana. Oh, hi. Wer ist denn der gute Mann? Lenny. Lenny einfach tot. Warum? Lenny tot, warum? Da ist ein... Oh. Lenny und Buddy. Oh, was ist denn passiert? Lenny, Buddy! Oh no! Beschädigter Eisenschild, dann haben wir schon zwei, glaube ich. Also vielleicht sogar drei, ich weiß nicht. Sportmunition, Ventilator. Allgemeines Gegenmittel, dankeschön. Der ist aber auch ungünstig gestorben, der zittert nur mit dem Arsch. Oh, da will ich gar nicht wissen. Das will ich nicht wissen, was hier. Da will ich. Das will ich nicht. Nachricht für einen Freund. Alter, ich muss dir was erzählen. Du hast was verpasst. Lenny hat es geschafft, ein paar Granaten zu klauen. Sind dann sofort losgezogen, haben nach Fässern Ausschau gehalten und die Teile getestet. Das gab einen Knall. Boom! Da muss aber irgendein giftiger Scheiß drin gewesen sein. Die Pflanzen drumherum sind irgendwie direkt eingegangen und der Rest sah auch nicht mehr gesund aus. Wenn du also dort vorbeikommst, sei echt vorsichtig, Junge. Nicht, dass dieses Giftzeug uns auch eingehen lässt. Ja, dafür könnte es eventuell schon zu spät sein. Waren das die Fässer hier drüben? Ich weiß nicht, da oben sind noch Viecher, ne? Gar nicht mal so wenige. Okay, die sehen uns aber nicht. Ja, nun. Das hat... Alter, was ist denn da oben los? Oh, sind das Banditen? Die haben ja auch immer beschädigte Waffen dabei. Und was ist denn hier los? Schwefel, kleines Autochen, Schröttchen. Oh geil, eine Kriegsaxt. Bremsrakete, auch immer gut. Auch noch gar nicht verwendet, ehrlich gesagt. Braucht man auch noch nicht. Ist ja nur zur Vorsicht immer. Leichtes Schloss knacken. Das war wohl nichts. Ja, ja, ja. Das war wohl nichts. Oh, Alter, was ist das für ein beschissenes Schloss? So. Zu einfach. Schnauze. Sonstige Giftresistenz. Oh, Resistenzgift. Können wir auch gut brauchen, zusammen mit der Schutzmaske. Elexid, alles klar. Nehmen wir alles mit. Wo ist denn das? Oh nö. Nö, 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 lass mal. So, nur mal gucken. Ihr kennt den Drill. Nur mal kurz gucken, da oben waren gerade Viecher, ganz viele. Ich wollte nur wissen, ob es Banditen sind. Und es sind Banditen. Oh, nicht nur. Banditen mit Hundis offenbar. Könnt ihr da oben schon mal anritzen, aber... Oh.
Oh. Du wirst mich noch kennenlernen! Komm, 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 komm. Was war das denn gerade? Jetzt bin ich durch ihn durchgegangen. Hä? Was passiert denn hier? Oh Junge, die machen zu viel Damage. Das machst du nicht nochmal. Okay. Das lief nicht so gut, wie ich gehofft hatte. Oh, was? Willst du mich verarschen? Bandit wütend. Hahaha. Okay, warte mal. Ich weiß nicht, was da gerade passiert ist, aber ich muss mal ganz kurz eben. Wo war Happy Happy? Oh, ich habe nur noch 4 Heiltränke. Ich muss mal bald wieder auffüllen, wa? Inventar. Habe ich keine Happy mehr? 22 gebratenes Fleisch. Na los. Auf die 7 hatte ich das, ne? Okay, ich brauche dringend neue Heiltränke. Bandit wütend hätte ich mir gerne noch geschnappt, weil ich ihn einzeln gepult hätte. Also er war einzeln da gewesen, meine ich. Lass mich nur machen! Lass mich nur machen. Beschädigte Großaxt. Waren die tot? Ist das noch irgendwas? Hat er keine Waffe verloren? Gezähmter Schakal. Hat er keine Waffe verloren? Müsst ihr nicht eigentlich sehen mit meiner super, super Sonnenbrille? Hallo? Ah, das waren natürlich noch nicht alle. Oh, da kommt ja noch einer direkt. Den schnapp ich mir. Oh, Alter, diese Freezes, ne? Ich kotze. So, Läuferklinge. Komisch, der eine hat keine Waffe verloren. Oder habe ich hier schon eingesammelt heimlich? Aus Versehen, eventuell, in meiner Knopfdrück-Ekstase bei den Kämpfen. Waren immer noch nicht alle, ne? Ich sehe ihn doch da oben. Oh. Ich meine, wir könnten auch von da aus hoch, ne? Da ist noch einer. Hey Kumpel! Eure Elixader, super! Zum Glück hören die das nicht. Wir sind ja ruhig. Wir sind sehr ruhige Elixabbauer. Ist das da hinten auch noch einer, der da steht? Oder das ist irgendwie so ein Fels, der komisch aussieht. Okay, ich würde sagen, wir machen das anders. Jetzt ach, geht's okay. Rund! Der hat sich gerade selber umgebracht, glaube ich, ne? Naja, umgebracht nicht unbedingt.
ist denn der? Ach da. Oh. Eine schlechter Klinge. Schön. So, dann haben wir da noch einen Kollegen oben auf dem Dach. Ich weiß nicht, ob er da steht, keine Ahnung. Der wird bestimmt gleich etwas zücken. Okay. Dich hole ich mir. Und auf Action! Sehr gut. Vollstrecker-Axt. Wie viele Äxte gibst du noch alles? Oh, hast du Schmerzen? Na komm, sag es. Prima. Guter Mann. Das ist... ein Ripper. Ach, das war ein Ripper, der hier stand. Und ein Schakal, okay. Und... wie komme ich denn jetzt an das Ding da unten ran? Oh, das wollte ich gar nicht. Ups. Ah, von hier hinten. Natürlich. Das liegt ja auf der Hand. Okay, gut. Dann können wir jetzt oben ein bisschen ausräumen, ne? Ich glaube, das war es an Banditen. Mehr gibt es hier auch nicht. Schade eigentlich. Banditen sind wirklich die dankbarsten Gegner von allen. So, Banditen-Nachricht. Freiwillige vor. Falls in den nächsten 2 Tagen keine neuen Nahrungsmittel geliefert werden, wird einer von euch Deppen losziehen, nach dem Rechten schauen, wo die bleiben. Kann doch nicht sein, dass die es nicht schaffen, zu zweit einen Karren zu ziehen. Ich sehe nicht ein, dass wir noch selber auf die Jagd gehen müssen. Freiwillige sind übrigens immer gern gesehen, ne? Gibt neben einer extra Ration Dosenfutter auch noch ein paar Splitter von mir. Geschützmunition, traumhaft. Energiebrühe, mein Favorite. Sardellen und so nehmen wir natürlich nicht mit. Hier ist so ein Schlafsäckele. Oh, Dietrich, danke schön. Ein Schlafsäckele und eine Truhe. Schweres Schloss. Ich bin nicht gut genug. Nein, ein schweres Schloss. Okay. Marker setzen. Wupp. So, eigentlich sind wir gar nicht hier. Eigentlich wollten wir nur mal kurz gucken. Haben wir ja auch gemacht. So. Hier ist auch nichts mehr, nö. Nö, nö, das war's. Vielleicht noch ganz kurz. Ich meine, er liegt hier halt, ne? Und vielleicht ist die Waffe, ist die hier vielleicht runtergesehen? Habe ich die wirklich schon mitgenommen? Nein! Alter! Was mach... Da hat er mich gerade fast ins Verderben gerissen. Man rutscht ja auch sehr schnell von den Kanten runter, ne? Man will nur mal runter gucken, aber der macht ganz schön schnell den Rutschi-Rutschi-Stan. Okay, ich muss es. Ich muss es wissen. Okay, es sind doch die. Das sind auch sonst immer Piranha-Bites-Verstecke hier. Guck mal. Da unten auch. Oder hier unter der Brücke, dann hier so. Aber diesmal. Ist da einfach gar nichts. Und hier? Auch nicht. Was ist denn da los? Oh nein. Ich glaube, Piranha Bytes sind nach all den Jahren die Items ausgegangen. Die haben so viele Open-World-Spiele gemacht, die haben einfach keine Items mehr zum Verteilen. Das ist tragisch. Oh, hier war das mit dem Fass. Ja, ich glaube, hier war das mit dem Fass. Ja, 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 ja. Nun. Hat sich wieder beruhigt, zum Glück. Naja, da ist noch so ein... Da ist noch so ein Ascheloche. Den kriegen wir bestimmt noch hin. Auch wenn ich Heiltränke brauche. Ich wollte mal an ein Chemiebänkchen und gucken, was wir da erreichen können. Also, ja, dann kack auf den.
Ich wollte ja mal an einen Chemiebänkle. So, der Händler haut wieder ab, oder was? Mach's gut, ne? Ganz kurz. Reisi? Sag mal. Hallo, Wanderer. Du siehst aus, als könntest du einige Vorräte gebrauchen. Mhm. Vielleicht eine Waffe oder zwei? Ja. Ich habe alles, was du brauchst. Und noch mehr. Du solltest mal einen Blick auf meine Waren werfen. Ja, zeig mal her gerade. Zeig mir deine Waren. Es ist mir ein Vergnügen. Aha. 16. Was sind das für Preise? Was sind das denn für Preise? Was sind das denn für Preise? Okay, da war echt viel Stuff, ne? Eine Rebellenhose, 34, geil, aber die Preise. Alter, die Preise ziehen mir die Hosen aus. Alpkleidung. Oh. Für 1200. Eine 30er Rüstung. Hat 18 mehr Wert. Klerikerhemd. Berserkerkleidung. Ja. Pff. Die Outlaw-Lumpen will eh keiner tragen. Presslufthammer. Hammer. Alles. Materialien. Elex 2 Stück. Schön. Oh, ein blutiger Burger mit rohem Fleisch. Okay. Ja, das muss ich leider kaufen. Hilft nichts. Und ich müsste eigentlich auch mal eine Rüstung kaufen für 1200, aber ich hoffe halt, wir kriegen noch eine, dass ich die nicht kaufen muss. Weißt du, was ich meine? Aber ich glaube, auf Dauer nicht. So, Schrott ist verkauft. Habe ich noch irgendeine zusammengesetzte Waffe, die ich verkaufen kann? Beschädigt. Den Erlöser werde ich niemals benutzen. Den kann ich ruhig verkaufen, den werde ich niemals benutzen. Schon eher den Trollschnitter, weil der einfach drei leere Sockel hat. Bisschen weniger Stärke, aber den Erlöser werde ich nicht benutzen. Einhandwaffe, ich glaube, den kann ich verkaufen. Ein Erlöser der Kleriker erlöst jeden der armen Sünder. Verkaufe ich mal. Beschädigt. Ich verkaufe nur ganze Waffen, ich verkaufe nichts Beschädigtes, weil ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall. Läuferklinge für 1300. Kann verbessert werden zu verbesserte Läuferklinge. Beschädigt. Schrottbeil. 1800. Würde sich sogar lohnen, ne? Wenn wir da auf Stärke gehen würden. Wir brauchen 40 Stärke für den Waffenschmied. Aber sonst brauche ich Stärke nicht. Also ich glaube nicht, dass wir... Ich glaube nicht, dass das das wird. Schrottball kann ich auch verkaufen. Hopp, ciao. Streitaxt. Einfache Klinge. Die kann ich auf jeden Fall verkaufen. Ciao. Beschädigt. Kriegsaxt. Beschädigt. Klopfer behalte ich. Wir sind Freunde. Einfaches Beil. Ciao. Bleirohr kann ich, glaube ich, verkaufen. Verbessertes Bleirohr. Einfaches Schwert. So. Beschädigter Turmschild. Normaler Schild. Für 72. Geil. Kann verbessert werden, aber ciao. Beschädigter Schild, beschädigter Tunnelschild, nicht Turmschild, Eisenschild, normaler Alpschild, 380. Okay, wir kriegen 10.000 dafür, insgesamt. Ich glaube, so kriegen wir die Kohle wohl zusammen, wa? Alpgewehr, Energiewaffe. Lohnt sich nicht. Die können, oh, können wir kombinieren, wir haben drei beschädigte Schrotflinten. Die würde ich gerne mal ausprobieren. Alpblaster, Blaster, beschädigt, Reißzahn. Haben wir drei? Haben wir drei Reißzähne? Nein, ich glaube, ich habe meinen Reißzahn verkauft, den ich ausgerüstet hatte, ne? Die drei hieß wohl was anderes. Der Sprengmeister. Beschädigter Großbogen. Ne, Sucher haben wir gerade ausgerüstet, oder? Ja, ja, ich auch nicht. Beschädigter Jagdbogen. Normaler Bogen. Ja, ciao. Alle vier. Beschädigter Kriegsbogen, beschädigter Berserker. Oh, Alter, 13 Stück haben wir davon. Wir müssen unbedingt mal was zusammensetzen gehen. So, scheiß drauf. Wir haben zwar gerade die eine Waffe verkauft, den einen Bogen, aber ist auch egal. Ich akzeptiere den Handel jetzt. So.
Cool. Es war mir eine Freude, Geschäfte mit dir zu machen. Dito, mein Freund. Hey, ich bin's. Geh weiter. Nein, ich bin es. Trust me, I'm it. Hat er gerade? Natürlich hat er gerade. Wie sollte er denn auch nicht? So, out the outlaw. Dann lassen wir wieder zurückgehen. Nachdem wir ein paar kleine Pausen zur Rast eingelegt haben. Ich bin sehr erschöpft. Ich setze mich mal kurz hier oben in die Sonne. Hier ist auch sehr schön. Ah, ist das schön. Was soll der Kinderkram? Ah, ist das schön hier. Was denn? Oh. Huch! Hey, wo willst du hin? Ich will zum Duke. Ist das so? Ist schon gut, Bully. Baxter? Ich erkenne die halt nicht wieder, ne? So, du bist also dieser Kerl. Ich hab von dir gehört, aber ich hab gedacht, du wärst größer. Aber war Baxter nicht im ersten Teil? Der kommt mir auch gerade sau bekannt vor. Also nicht vom Aussehen natürlich. Niemand hier in diesem Spiel kommt mir vom Aussehen bekannt vor. Aber ich dachte... Du bist Baxter, der Duke von Arteris. Höchstpersönlich und in Farbe. Was machst du hier in meiner Stadt? Man sagt, du hättest vor vielen Jahren das Fort von Tavar regiert. Ja, lange ist's her. Und ich sage dir, noch einmal lasse ich mich nicht von meinem Thron stoßen. Wenn du hier bist, um Ärger zu machen, dann hast du dich geschnitten, Freundchen. Ja, nö. Aber... Ist das der Grund, warum du hier draußen anzutreffen bist? Du meinst, warum ich nicht in meiner Halle in der Mitte der Stadt bin? Hector, meine rechte Hand, regelt die Dinge der Stadt. Währenddessen kann ich mich hier um wichtigere Dinge kümmern. Und das wäre? Dafür zu sorgen, dass Arschgeigen wie du hier keinen Aufstand anzetteln, zum Beispiel. Du hast einen Strohmann auf deinem Thron sitzen und kauerst hier im Schatten. Reiß die Fresse nicht so weit auf, Freundchen. Ich habe keine Ahnung, was du hier bei uns zu suchen hast. Aber ich kenne dich. Wäre nicht das erste Mal, dass du eine ganze Stadt in Aufruhr versetzt und das Oberhaupt stürzt, nicht wahr, Jax? Na nö. Du Penner hast es aber nicht drauf. Das ist die Wahrheit. Aber sind wir ganz ehrlich? Ich hatte nie vor, jemandem zu schaden. Du Pfeife, du. So ein Spruch ist schon ein wenig erbärmlich, findest du nicht? Mit der Machtübernahme der Berserker im Fort hatte ich nichts zu tun. Logan, der damalige Duke von Tavar, hat sich von einer Übermacht von Edan-Kriegern aus seinem eigenen Hauptquartier vertreiben lassen. Tatsächlich? Ja, wie auch immer, ich trau dir nicht. Du bist ein Grenzgänger, ein Außenseiter und hattest nie wirklich einen Anführer, dem du die Treue gehalten hast. Du kennst mich nicht. Vielleicht nicht, vielleicht aber doch. Männer wie du sind gefährlich. Ich werde dich im Auge behalten, Freundchen. Rekrutierst du auch neue Leute? Ich rekrutiere hier gar nichts. Darum kümmert sich meine rechte Hand in der Halle. Wenn du einen Tribut vorzuweisen oder wichtige Neuigkeiten von draußen hast, dann immer her damit. Ansonsten verpiss dich. Ach ja, was für eine traumhafte Menschengestalt. Arteris scheint das einzige Land zu sein, das von den fremden Eindringlingen bisher größtenteils verschont worden ist. Du meinst diese dunklen Bolzen, die vom Himmel gefallen sind und die ihre Höllenbrut über uns gebracht haben? Wir haben schon genug von diesen Viechern platt gemacht. Aber es kommen immer wieder neue. Die reinste Plage ist das. Doch haben sie bisher noch keinen dieser Türme im Krater errichtet. Ich würde mich nicht darauf verlassen, dass es so bleibt. Wenn irgendwo Scheiße passiert, dann sind wir Arschgeigen hier unten meist die Ersten, die sie abkriegen.
Was gedenkst du gegen die Eindringlinge zu unternehmen? Was glaubst du denn, du Penner? Wir werden uns verteidigen, solange es geht. Ende der Ansage. Was sollten wir auch sonst tun? Es ist ja nicht nur euer Problem. Hey, warte mal. Du bist doch nicht hier, um mit mir über eine Zusammenarbeit mit den Alps, Berserkern oder so eine Scheiße zu diskutieren, oder? Lass es besser, sonst ramme ich dir meinen Stiefel in deinen Arsch, klar? Die anderen Gilden haben sich nie um uns Outlaws geschert. Sollen sie verrecken. So, ich schätze, ich habe mit einigen der wichtigen Leute Magalans gesprochen. Was wohl der alte Mann dazu sagen würde? Moment, war das nicht immer so, dass die Outlaws sich nicht um andere geschert haben? Ich glaube, so rum wird ein Schuh draus, ne? Ach, guck mal hier, das ist natürlich, das muss bei den Outlaws natürlich sein. Das gehört dazu. Ich glaube, die kann ihren Arsch anatomisch auch gar nicht mehr nach vorne schieben. Ich glaube, der steht schon hinten raus, einfach so komplett. Oh, wie schön. Mit der Musik, warte mal. Nein, wo ist die Hä, warum ist die Warum? Wo ist das Klavier? Okay, wenn ich jetzt hier wieder... Nicht? Ups! Das gehört sich nicht. Jo, bin kein Mann von Manieren. Ah, da fällt nichts ein, wa? Guck mal, Löffel. Würde ich auch nichts sagen. Guck mal, Tasse. Hä? Und was sagst du? Nix? Okay. Was ist das hier? Händlerbeschwerde. Baxter, der zottelige Jäger macht Ärger. Er weigert sich, vernünftiges Fleisch zu besorgen. Seiner Meinung nach bezahlen wir ihn zu schlecht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir das tun sollten. Ansonsten bringen wir ihn um und geben einem anderen den Job. Die zweite Option wäre zumindest meine erste Wahl. Dieser ranzige Fraß ist auf jeden Fall eine Beleidigung für jeden Darm. Ups. Danke für die Räuberleiter. Raus, aber schnell. Hä? Ich bin doch gar nicht drin. Denn du... Mach das ja nicht nochmal. Shit. Ich will die Bude ausräumen. Mit der Musik ist auch schön. Okay, warte. Sehr holsam. Sehr holsam. Flü, flü, flü. So schöne Rollenspielmusikchen. Flü, flü, flü. So. Okay, hier ist also der Duke. Hier verkriecht er sich. Okay. Was quatschst du da? Man verliert seine Splitter doch nicht. Ist aber so. Bin aufgestanden wie immer. Aber meine Splitter waren weg. Hä? Du wurdest bestohlen, du Idiot. Hättest mal besser nüchtern bleiben sollen. Und was mache ich jetzt? Ich steck mir eine an. Was du machst, ist mir egal. War ja klar. Ist ja auch nicht ihr Problem, ne? Du Idiot. Sag mal. Nein! Nein! Ja! Willst du mich verarschen? So. Klettern to the max. Na, lass doch mal die Sachen los, Mann! So. Greif doch automatisch nur das, von dem ich will, dass du es greifen sollst. Hier ist wahrscheinlich nichts mehr drin, ne? Ich werde dabei fleißig. Ja, das ist leer. Okay.
Ich wusste, den Turm hatte ich nämlich. So, jetzt aber. Oh, Taverne. War ich. Ich dachte gerade, er will mich voll quatschen. Das ist stehlen. Ist natürlich. Aber sieht hier doch keiner, oder? Warte. Nein, nicht du. Was ist das da? Nachricht eines Erpressers. Oh, warte mal, da reden wir mal kurz mit Mick. Heiltrank oder Schwarzgebrannter? Welche Plörre es auch ist, ich mach den anständigen Preis. Lass dir ja nicht einfallen, uns über den Tisch zu ziehen, klar? Ich beobachte dich genau. Niemals. Wo denkst du hin? Ich bin eine ehrliche Haut, versprochen. Also was ist? Wollt ihr jetzt was kaufen? Laufen die Geschäfte? Sicher. Wer es zu uns geschafft hat, braucht als erstes einen kräftigen Schluck. Die Regale sind gefüllt und die Distille drückt mehr raus als meine Blase. Und ab und an kommt einer, dem ich beibringe, was ich weiß. Das wirft auch noch ein paar Splitter ab. Was geht denn mit seinem Bartgame? Was ist da los? Das nutzt er doch zum Gläserreinigen, wa? Kannst du mir was beibringen? Klar doch. Kostet aber was. Na dann. Oh, Chemie? Hatte ich mir, glaube ich, aufgeschrieben schon, ne? 30, 40? Ja, hatte ich schon aufgeschrieben, okay. Dann, hier, Schüler. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir als einziges, aber später. Okay. Was hast du im Angebot? Sieh dich um. Nicht so viel, wie ich sehe. Cool, war nett. Der Feind kommt von ganz allein. Was ist mit dem Erpresser? Ich nehme das gar nicht ernst. Was ist mit dem Erpresserbrief? Den würde ich gerne lesen, aber es Mauern geht nicht. Mauern helfen nicht, wenn die Löcher größer werden. Wir sehen uns werden. Später. Ja. Und wer ist er? Der war von unten. Niemand. Okay. Ich würde den Erpresserbrief gerne lesen, aber es geht auch mal nicht. Alles hier ist stehlen. Das finde ich verwerflich. Naja. Na gut, nächste Folge. Apropos Erpresser. Nächste Folge, mal gucken. Ich hoffe, wir finden den, der Blade. Und den müssen wir auch noch das Handwerk legen und dann mit dem Kollegen irgendwie, glaube ich, zu den Alps weiterreisen, ne? Ich glaube, das steht als nächstes auf dem Programm. Schauen wir mal. Bisschen was haben wir noch zu tun und ich hätte gerne noch eine Werkbank, an der ich die Waffen zusammenschustern kann. Das hätte ich auch noch gerne. Jetzt aber vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Cheerioski, ciao.